Mein Name ist Kurt Mehlhorn und ich möchte Sie für die Vorlesung Ideen und Konzepte der Informatik begeistern. Wahrscheinlich haben Sie heute schon ein Informatiksystem benutzt. Sie waren vielleicht in einem sozialen Netzwerk, Sie haben eine Suchmaschine benutzt oder Sie haben ein Navigationssystem oder Ihr Mobiltelefon benutzt. Wenn Sie diese Dinge nicht nur nutzen wollen, sondern verstehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Ich hatte als Jugendlicher ein Buch mit dem Titel Wie funktioniert das? Da wurde erklärt, wie so ein Flugzeug fliegen kann, wie ein Kühlschrank funktioniert, wie ein Dieselmotor funktioniert. Ich habe also in diesem Buch unglaublich viel gelernt. Es hat mir geholfen, die technische Welt um mich herum besser zu verstehen. Heutzutage sind wir von Informatiksystemen umgeben. Informatik hat verändert, wie wir lernen, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir spielen, wie wir mit unseren Freunden treffen. Informatik hat geändert, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Fast auf jedem Büroarbeitsplatz steht heutzutage ein Computer. Viele Industrieanlagen sind rechnergesteuert. Einige der größten Firmen der Welt sind Informatikfirmen. Denken Sie an Google, an IBM, an Facebook und hier in Deutschland an SAP. Auch Traditionsfirmen wie Daimler oder Volkswagen oder Bosch machen inzwischen einen Großteil ihres Umsatzes mit Informatik. Informatik hat uns viele neue Errungenschaften gebracht, aber natürlich hat Informatik nicht nur Positives gebracht. Berufe sind weggefallen, unsere Privatsphäre ist bedroht durch den Datenhunger der großen Firmen und es gab immer Menschen mit guten Ideen, ein paar in Saarbrücken, ein paar in Hamburg, ein paar in München. Informatik hat es möglich gemacht, dass die sich organisieren. Und wir haben gesehen, was dabei rauskommt bei den Demonstrationen gegen die Covid-Einschränkungen. Wenn Sie fundiert über die Auswirkungen der Informatik auf unsere Gesellschaft diskutieren wollen, dann brauchen Sie Kenntnisse in Informatik. Dazu genügt es nicht, dass Sie Geräte bedienen können. Sie müssen verstehen, was dahinter passiert. Und diese Kenntnisse möchte ich in dieser Vorlesung vermitteln. Was müssen Sie an Vorkenntnissen mitbringen? Keine, aber Sie sollten neugierig sein und Sie sollten willens sein, von Zeit zu Zeit sich mit Papier und Bleistift hinzusetzen, um sich Dinge genauer zu erarbeiten. Ich werde Ihnen auch Übungen anbieten, damit Sie sich dem Stoff vertiefen können. So, und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen genauer. Also die Vorlesung heißt Ideen und Konzepte der Informatik. Es ist eine Vorlesung für Hörer aller Fakultäten. Ja, rechts unten sehen Sie mich im Bild. Sehen wir uns nochmal an, wie Informatik die Welt verändert hat. Wir haben das Internet, wir haben Suchmaschinen, wir haben Mobiltelefonie. Wir gehen nicht mehr zur Bank, wir machen Electronic Banking. Wir kaufen ein im Internet. Es ist das menschliche Genom und das Genom von Pflanzen entziffert worden, mit Hilfe von Rechnern natürlich. Die Klimavorhersage und die Wettervorhersage ist sehr viel besser geworden. Es gibt jede Menge elektronische Märkte, die ja, Leute paaren, Airbnb, paart Wohnungen und Menschen, bei Uber Autos, also Taxifahrten und Menschen, Porsche paart wirklich Menschen, bei HRS können sie Hotelzimmer buchen, Navigationssysteme, wir benutzen keine Landkarten mehr, soziale Netzwerke, sehr viel von Kommunikation und Information passiert über soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram. Wir haben keine Lexika mehr, sondern benutzen Wikipedia. Es gibt Roboter, wenn Sie in eine moderne Autofirma gehen und dort, wo die Karosserien zusammengeschweißt werden, da sehen Sie kaum noch Menschen, das sind Roboter. Die Wissenschaft hat sich geändert. Es gibt eine Rechtsinformatik, eine Bioinformatik, eine Wirtschaftsinformatik, eine Medizininformatik an dieser Universität. Simulation ist neben Theorie und Experiment als ein neues wissenschaftliches Werkzeug gekommen. Es gibt maschinelle Übersetzung. Es gibt Telearbeit. Viele dieser Errungenschaften sind recht neu. Sie sind nicht mehr wegdenkbar. Sind wirtschaftlich bedeutend. Ich habe schon gesagt, einige der größten Firmen der Welt sind Informatikfirmen. Sie haben das Verhalten Einzelner verändert und sie haben das Verhalten der Gesellschaft verändert. Denken Sie an den amerikanischen Präsidenten, der regiert sein Land mit Twitter. Diese Änderungen sind
revolutionär oder das neue Wort disruptiv. Ich habe gesagt, einige der größten Firmen der Welt sind Informatikfirmen. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeichnet den Umsatz von Google. Der Umsatz von Google im Jahr 2017 war ungefähr 100 Billionen Dollar, also 100 mal 10 hoch 9 Dollar. Und wenn Sie sich die Kurve anschauen über die Zeit hinweg, Google wurde gegründet in 2002, ist also noch gar nicht so alt, 18 Jahre alt. Sie sehen hier exponentielles Wachstum. Und zwar ungefähr um 20% pro Jahr. Die haben also einen Umsatz gemacht von 100 Milliarden im letzten Jahr, 100 mal 10 hoch 9. Es gibt ungefähr 8 mal 10 hoch 9 Menschen auf der Welt. Das heißt, der Umsatz ist ungefähr 10 Dollar pro Person. Nun, wenn Sie Google benutzen, wissen Sie, dass das umsonst ist. Wo kommt dieser Umsatz her? Der Umsatz kommt durch die Werbeeinnahmen. Ja, denn wenn Sie auf und durch die Klicks, ja, denn wenn Sie in Google auf irgendeine Firma klicken, dann muss die dafür bezahlen. Es gibt 21 Millionen Nutzer von Facebook in Deutschland angeblich pro Tag. Das heißt, da ist er ungefähr jeder vierte Deutsche oder also vier, so ungefähr so Klicks gibt es pro Tag. Facebook ist deutlich kleiner als Google, macht nur 40 Milliarden Umsatz im Jahr und 16 Milliarden Gewinn. Daran sehen Sie auch die Macht, die diese Firmen haben inzwischen. Die haben praktisch beliebig viel Geld und können auch in andere Sachen reingehen und experimentieren. Ja, nicht nur. Es hat sich nicht nur geändert, wie wir kommunizieren, es hat sich auch die Bedeutung von Worten geändert. Sie sehen hier einen Rechnerraum, der Computing Division, und diese Frauen, die hier vor ihren Rechenanlagen sitzen, die hießen wirklich Computer. Heutzutage denken wir natürlich nicht mehr an Menschen, wenn wir das Wort Computer benutzen, aber damals war das Wort Computer. Es gibt übrigens, ich habe ein ähnliches Bild, zeige ich Ihnen später in der Vorlesung, aus einem deutsches Bild von AEG, da sitzen lauter Männer. Das ist irgendwie verblüffend. Viele dieser Errungenschaften sind recht neu. Seit wann benutze ich was? Ich benutze E-Mail seit Mitte der 80er Jahre. Ich benutze Textverarbeitung auch seit Mitte der 80er Jahre. Ich halte Vorträge mit dem Rechner seit Anfang der 90er Jahre. Ich habe eine Homepage ungefähr seit 25 Jahren, seit 1996. Bis Ende des letzten Jahrtausends habe ich den Rechner praktisch nur für berufliche Sachen benutzt. Dass ich ihn auch für private Dinge benutze, ist erst eine Sache der letzten 20 Jahre. Also, dass ich Electronic Banking mache, dass ich Reisen plane, dass ich nach Informationen suche, dass ich ein Navi habe, dass ich eine digitale Kamera habe, dass ich E-Mails auch als Privatmann verschicke, dass ich WhatsApp benutze, dass ich online einkaufe. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne diese Errungenschaften der Informatik zu leben oder zu arbeiten. Ich könnte mir unter Umständen vorstellen, ohne ein Auto zu leben, aber ich kann mir nicht vorstellen, ohne diese Errungenschaften der Informatik zu leben. Natürlich hat die Informatik nicht nur, es hat uns sehr viele positive Sachen gebracht, neue Möglichkeiten, aber es gibt auch negative Auswirkungen. Ich habe hier mal drei aufgeschrieben. Berufe sind weggefallen, es gibt keine Schriftsetzer mehr. Ja, Zeitungen wurden früher gesetzt, jetzt gibt es einen Computersatz. Unsere Privatsphäre ist bedroht. Google weiß mehr über Sie als Ihr Partner oder Ihre Partnerin. Das nutzt das wahrscheinlich nicht aus, aber es ist auf jeden Fall, man muss sich damit auseinandersetzen, dass es Firmen gibt, die Unmenge über Sie wissen. Und ich habe schon gesagt, es gibt diese Leute mit obskuren Gedanken. Die gab es immer schon, aber es gab sie eben vereinzelt. Und jetzt haben sie die Möglichkeiten, sich zu organisieren. Und hier, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, vor 15 Jahren war die Hoffnung, dass diese neuen Möglichkeiten der Informatik zu direkter Demokratie führen. Da gab es die Piratenpartei.
aber die wirkliche Verwendung ist eine andere. Warum halte ich diese Vorlesung? Weil ich glaube, jeder muss, jeder sollte Informatikwissen haben und algorithmisches Denken können, also wie Informatiker denken, wie man Dinge aufbereitet für den Rechner, um die neue Welt mit ihren positiven und negativen Konsequenzen besser zu verstehen, damit sie mitreden können, damit sie mitdiskutieren können. Dazu genügt nicht, dass sie Windows bedienen können, dass sie Word bedienen können, dass sie mit dem Browser umgehen können, sondern sie müssen die Konzepte kennen und nicht nur die Errungenschaften. Die Ziele der Vorlesung: Ich möchte Ihnen beibringen Grundbegriffe der Informatik. Also was ist ein Computer? Wie sieht es da innen drin aus? Können Computer alles? Was ist ein Algorithmus? Wenn ein Computer irgendwas kann, mit welchem Aufwand? Können Computer lernen? Können sie intelligent sein? Ich möchte Ihnen wichtige Informatiksysteme erklären. Suchmaschinen, Datenbanksysteme, das World Wide Web, Electronic Banking, Navigationssysteme, autonome Maschinen, lernende Systeme. Ich möchte Ihnen beibringen algorithmisches Denken, also wie übersetzt man Aufgaben so, wie bereitet man Aufgaben auf, dass sie durch einen Rechner bearbeitet werden können. Und damit lege ich die Grundlage für Diskussionen über die enormen gesellschaftlichen Konsequenzen der Informatik. Jetzt nochmal genauer. Wir werden erst 3 Einheiten haben, wo wir Grundlagen legen. Das ist eine einführende Vorlesung. Dann erkläre ich Ihnen, wie Rechner aufgebaut sind, wie die innen aufgebaut sind. Und Sie werden sehen, das ist eigentlich verblüffend einfach. Dann reden wir über Programme und Algorithmen und Programmiersprachen. Also wie formuliert man, was ein Computer tun soll. Und dann behandeln wir einzelne Themen. Das ist jetzt mehr oder weniger unabhängig voneinander. Und diese Grundlagen, je nach Ihrem Vorwissen, müssen Sie das weniger gründlich oder genau sich anschauen. Wir reden über schnellste Wege und Navis, über Suchen, Sortieren als Grundlage von Suchmaschinen. Also am Schluss dieser Vorlesung wissen Sie so ungefähr, wie Google funktioniert. Ich rede nochmal sehr viel ausführlich über Privatheit. Also was wissen so Suchmaschinen wirklich über Sie und was können Sie daraus ableiten? Ich gebe Ihnen praktische Tipps zur Computersicherheit. Wir reden darüber, wie Electronic Banking funktioniert und wie das sicher ist durch Kryptographie und Einkaufen im Internet. Wir reden über maschinelles Lernen und KI und behandeln dabei auch die ethischen Fragen, die da auftauchen. Ich erkläre Ihnen, wie das Internet funktioniert und das World Wide Web, also was passiert, wenn Sie eine E-Mail verschicken, was passiert, wenn Sie eine Webseite aufrufen. Wir reden über diese neue Art von Geld, über Bitcoins und Blockchains. Ich erzähle Ihnen was über Auktionen und verteiltes Entscheiden. Was ist verteiltes Entscheiden? Das sind Sie ja nicht gewohnt, wenn Sie mit dem Auto fahren. Jeder Autofahrer entscheidet für sich, welchen Weg er nimmt. Und wir werden uns fragen, kommt dabei für die Gesellschaft, für das Ganze was Gutes raus? Wir reden über Auktionen. Auktionen sind im Internet, passieren ständig. Wenn immer Ihnen eine Werbung gezeigt wird, ist vorher eine Auktion abgelaufen. Ich rede über Komplexität. Also gibt es Dinge, die Rechner prinzipiell nicht können? Gibt es Dinge, die auch Rechner, für die auch Rechner sehr, sehr lange brauchen? Wir reden über Optimierung, also wie kann man technische Vorgänge mit Hilfe von Rechnern optimieren, bestmöglich lösen? Und wir reden über die Rechner der Zukunft, Quantencomputer. Nun noch ein Wort zur Organisation. Zu jedem dieser Einheit, die ich auf dem vorderen, auf der Folie davor hatte, gibt es ein Video. Diese Videos sind jeweils 60 bis 90 Minuten lang. Also das sind typisch 3-4 Videos, die insgesamt 60 bis 90 Minuten lang sind. Und es gibt ein Übungsblatt. Hier ist die Webseite. Oder wenn Sie es einfacher machen wollen, dann googeln Sie nach meinem Namen und gehen dann auf meine Homepage. Und da ist ganz groß dargestellt die Vorlesung. Wenn Sie sich die Vorlesung, wenn Sie hören wollen und einen Schein erwerben wollen, die Vorlesung gibt es in jedem Wintersemester. Die Teilnehmer erarbeiten den Stoff durch die Videos und durch Bearbeiten des wöchentlichen Übungsblatts. Wir treffen uns wöchentlich.
zur Beantwortung von Fragen und zur Besprechung der Übungen. Im nächsten Wintersemester werden die Treffen virtuell sein. Details dazu finden Sie auf der Homepage der Vorlesung. Und jetzt hoffe ich, dass ich Sie neugierig gemacht habe und in der Vorlesung begrüßen kann.